Ja, und heute ist es soweit. Heute beginnt meine kleine Radreise zum Bodensee. Es gab schöne Orte zu sehen, es gab nette Dinge zu entdecken, allerdings war auch nicht alles immer ganz so einfach. Extremer Wind. Es ist echt gerade heftig, wie der Wind hier loslegt. Steile Berge und eine technische Panne. Verlöst die sich. Machten mir so ein bisschen Ärger. Und ein wahrer Tourenfahrer sollte eigentlich sein Werkzeug kontrollieren, bevor er losfährt, nicht wahr? Aber trotzdem möchte ich keinen Moment dieser Ausfahrt missen. So, es ist angerichtet. Nudelpesto à la Calabrese. Wie beim Italiener hier. Nun lehn dich einfach zurück und komm mit mir auf kleine Fahrrad-Wohnwagentour. Ja, und wie vor kurzem schon angekündigt, befinde ich mich heute auf meiner Bodensee-Tour. Ja, dieses Mal mit dem E-Bike als Gespann, mit dem Kajak-Camper. Ja, und jetzt geht es erstmal so grobe Richtung Blumberg, dann rüber nach Leipferdingen, Tengen. So diese Richtung werde ich jetzt einschlagen. Ja, und dann schauen wir mal, ob ich heute beim Bodensee ankomme. Bin ich so mit dem Pedelec ja auch noch nicht gefahren. Vor allen Dingen, ich habe ja einiges verändert die letzten Tage. Und naja, eine wirkliche Testtour fand halt nicht statt, aber ja, das wird schon schief gehen. Ja, und mal schauen, ein bisschen Sonne haben wir ja immerhin auch. Dann kann ich heute mal so ein bisschen den Test nachholen, den ich letztens mit dem Trike schon vorhatte. Und zwar, dass ich während der Fahrt halt einen Akku per Solar nachlade. Das werde ich zwar nicht machen mit dem Akku, der in Betrieb ist. Das ja, ist meiner Meinung nach nicht so schön. Ich werde dann halt einen vollen Akku hier reinwechseln und den angefahrenen Akku hinten in den Wohnwagen zum Laden legen. Und dann mal gucken, ja, wie das Ganze funktioniert. Aber eins muss ich echt sagen, auch wenn es jetzt sehr windig ist und ja, so ein Regenrisiko da ist, aber ist eigentlich ein ideales Wetter, um mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Es ist nicht ganz so heiß und wie gesagt, der Wind, im Moment ist das ganz human. Es weht dann nur so ganz leicht. Also nein, das gefällt mir, das ist schön. Ja, hier kann man sehen, dass es ein bisschen weht. An sich wäre das jetzt auch gar nicht schlimm. Aber der Wind kommt mir natürlich genau entgegen, ne? Und im Gegensatz zu meinem anderen Camper hat der natürlich nicht gerade eine aerodynamische Form. Also der steht komplett im Wind mit seiner Front. So, ich werde jetzt aber mal gucken. Ich werde jetzt Komoot bemühen, weil ich heute auf einen anderen Wege fahre als das, was ich sonst so kenne. Und ja, da mache ich mir lieber mal Komoot an und vertraue mal drauf. Ich will so einen kleinen Umweg machen. Also Gesamtkilometer sollen heute so, ja, ich denke mal um die 60 zusammenkommen. Ich denke mal, das reicht erstmal. Dafür, dass man mit Koffer unterwegs ist, da hinten dran, ist das schon mal in Ordnung. So, Komoot ist gestartet. Dann, ja, Folge der Karte. Machen wir das mal. Und ein bisschen Steigung. Machen wir doch mal Gas. Ja, wie ich schon mal erwähnt habe, mit dem Fahrrad geht das noch besser hoch als mit dem Liegerad. Oh, ich ahne gerade Böses. Wenn ich bei Komoot gucke, soll ich da den Hang hoch. Naja, bleibt wohl nicht aus.
Waldweg gesperrt. Was hatte ich jetzt gesehen? Für Fahrzeuge und Gespanne? Na. Ach, das geht hier aber ganz gut hoch. Einen kleinen Gang. Motor mal Leistung abrufen. Ja, und schon kriegen wir auch so ein bisschen Aussicht. Ui, von unten sah das so aus, als ging es so schräg am Hang lang. Aber, boah, Junge, ey. Hier geht's ja richtig hoch. Ja, das ist nicht ohne. Ich weiß, dass noch eine Stelle kommt mit 15% Steigung. Ich weiß gar nicht, ob die das schon sein kann. Ohne ist es nicht. Oh. Nein. Nein. Oh. Ah. Ah. Angst. Okay, das klappt nicht. Hinterrad vom Fahrrad einmal durchgedreht und dann war es das. Und wenn du stehst, stehst du. Musst du aufpassen, dass dir die Fuhre nicht rückwärts den Berg runtergeht. Ey, schwitzig? Nein, ne? Meine Herren, das ist aber mehr Angstschweiß als das vom Hochschieben. Hey, ich versuche das mal einzufangen hier mit der Steigung, aber kriegt man so wirklich nicht hin. Also ich habe auf Komoot jetzt geguckt, das war die Stelle, was ich eingangs sagte. Das ist das mit den 15%. Und auf dem Schotter, ja, da hat das Hinterrad den Grip verloren, drehte einmal durch und dann stehst du. Und dann ist der Mist auf dem Fahrrad. Da musst du aufpassen, dass sich die Fuhre dann nicht umreißt. Das ist beim Trike wieder schöner. Ja, da bleibst du erstmal gechillt sitzen, machst erstmal die Handbremse dran. Und ja, wenn das Trike bepackt ist mit der Handbremse, da musst du nicht mal drauf sitzen bleiben. Dann hält das trotzdem. Aber hier auf dem Fahrrad, ja, da wurde mir jetzt schon etwas anders. Puh. Ja, also das nächste Mal, wenn ich sowas vor mir habe, werde ich dann auf jeden Fall vorher anhalten und dann mit Schiebehilfe den Berg hochschieben. Junge, Junge, da ist mir echt warm geworden. Aber wirklich vor, ja, was machst du jetzt? Stehst du an diesen 50%, 50, ja, wäre ja noch schlimmer. Stehst du an diesen 15%, in dem Fall Gefälle, weil es wollte ja wieder nach hinten, und ja, weiß nicht, was du jetzt machen sollst. Ja, kannst du die Bremsen vom Fahrrad nicht loslassen. Steigst du ab vom Fahrrad, ja, wird es zu leicht. Dann reißt der Anhänger auch nach hinten. Also, nee, schön ist anders, muss ich sagen. Also, das ist wieder, ja, da denkt man wieder, muss das sein? Tut's nicht ein Zelt? Aber auf der anderen Seite, es macht ja einfach Spaß mit so einem Koffer, ne? Nur nicht in den Bergen. So, und hier kommen wir jetzt wieder über unsere schön gepflegten Fahrradwege hier in Deutschland. Herrlich. Gibt's doch nichts dran auszusetzen. Wunderbar. Tja, ich glaube, da vorne kann ich gleich noch mal absteigen. Da wird es noch mal richtig steil.
Das ist immer so gemein, da kämpft man sich die Berge so hoch, um gleich danach wieder runterzufahren. Ich muss gleich mal gucken. So wie das aussieht, kommt gleich noch ein ganz extremer Berg. Oh, ich weiß nicht, ob ich den packe, ob ich den nicht umgehen kann. Muss ich gleich mal schauen. Was fegt das denn jetzt hier? Also ich habe zwar noch 38,5 Volt, ich werde den Akku jetzt aber trotzdem schon einmal wechseln, beziehungsweise den schon einmal wieder zwischenladen. Ich will halt einfach wissen, wie gut es funktioniert, ehe ich mich drauf verlasse und ihn runterfahre und nachher klappt das nicht so gut. Darum will ich ihn jetzt einfach mal nachladen. So, gehen wir mal nach hinten. Den parken wir mal oben drauf. Mein Gott, ist das ein Wind! So, hier hinten habe ich jetzt den anderen Akku mal eingewickelt in eine Decke. Wo ist er? Ah, da ist er. Ah, gut, den hauen wir jetzt erstmal vorne wieder rein. So, und jetzt hauen wir den mal ans Ladegerät. Sperre raus, Power an. Brauchen wir nur noch unseren richtigen Adapter für den Akku. Da unten haben wir ihn. Gut. Dann mal rein mit dir. Und dann schauen wir mal. Und er lädt. Das wird jetzt nicht viel werden, weil wir es so wolkig haben. Aber jedes Watt zählt, was wir unterwegs so reinkriegen. Während ich so rumgurke, hat er Zeit. Oh, also, 45, ja. Ja, 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 oh, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ja, um die 50 Watt ist doch gut. Für die Verhältnisse im Moment, meine Herren, ey. Aber der Wind, der macht mir gerade ein bisschen Sorgen. Gut, dann lassen wir den mal laden. Schließen hier wieder ab. Nicht, dass uns noch was rausfällt. Jetzt gibt es aber erstmal einen Schluck Wasser. Boah. Junge, fegt das hier. So, was haben wir denn hier? Die Donau, den Rhein. Na, ich glaube, nichts von alledem. Da muss ich noch ein paar Meter fahren zum Rhein. Aber heute geht es ja auch nicht an den Rhein, sondern heute fahren wir an den Bodensee runter. Wenn ich vorher nicht vom Wind weggeweht werde. So, noch ein Schlückchen nehmen. Und dann geht das gleich weiter. Also mit dem Wind und diesen Höhenmetern hier, ey, da kriegst du aber keine Kilometer zusammen mit so einem Koffer hinter dir. Junge, ein Bergauf, Bergab ist das hier nur. Also das ist schon nicht ohne, wenn der voll beladen ist. Ja, und wie gesagt, der Wind tut noch sein Übriges dazu. Also ich glaube, ich trinke noch mal was. Ja, da nützt ja alle nichts bei den Höhenmetern. Da muss dann auch mal ein bisschen Nahrung noch mal rein. Also guten. Also ist echt gerade heftig, wie der Wind hier loslegt. Ich glaube, ich sehe mal zu, dass ich meine Pause jetzt hier beende und mal von dieser Anhöhe runterkomme. Vielleicht beruhigt sich das dann so ein bisschen. Weil so ist echt, ja, könnte man schon mal Bange haben, dass einen das Teil mal umfliegt. So im Stand nicht. Also
Ja, man sieht, es arbeitet alles da dran. Aber selbst jetzt bei der Böe, da müsste ich noch richtig dran reißen, ehe der überhaupt sich mal vom Boden bewegt. Aber während der Fahrt ist das ja auch noch mal was anderes, ne? Wenn er in Bewegung ist und selber schon sich aufschaukelt, wenn dann vielleicht mal so eine Böe ist. Nee, aber das ist schon ganz ordentlich hier. Nicht ganz so schön, muss ich mal sagen. Ein bisschen Wind ist ja okay. Aber wenn du irgendwie Angst haben musst, dass dir das Teil umfällt da hinten. Aber bisher ist er ja sehr stabil. Also weiter. Steigung, Wind und die besten Fahrradwege. Na, wenn das keine Freude bereitet. Aber jetzt habe ich wenigstens mal ein bisschen Mitwind. Boah, ein bisschen ist gut. Folge dem Weg 500 Meter. Das ist irre. Hier ein paar Meter weiter im Wald kriegst du von dem Wind schon wieder fast nichts mit. Man sieht es oben, wenn man an die Bäume guckt. Ja, da weht es noch, aber es ist total still geworden. Eigentlich hört man nur das Gerappel von meinem Kochtopf. Okay, Komoot sagt jetzt gerade jetzt rechts. Nein, das machen wir nicht. Nein, nein, nein. Oh, aber hier aus dem Wald raus gerade hat man jetzt einen richtig schönen Blick über den Hegau. Ja, und wenn wir jetzt noch einen Tucken höher wären, müssten wir da so irgendwo den Bodensee sehen. Ah, ein paar Meter haben wir noch vor uns. So, hier haben wir gleich die Ortschaft Tengen unter uns. Hier haben wir so den Blick Richtung Schweiz, Schweizer Grenze. Ja, schade, dass es heute wolkig ist, sonst hätte man auch Alpenblick hier. Naja, aber weiter geht's. Ich hoffe nicht, dass ich großartig über die Bundesstraße muss, aber nee, sieht nicht so aus. Hier haben wir einen Weg. Was sagt Komoot? Geradeaus auf Spiegeleistraße? Nein. Ziegeleistraße, so. Ja, die nehmen wir. Spiegeleistraße wäre auch gut. Junge, Junge, jetzt erst in Tengen. Ey, da habe ich aber ein paar Bögen gezogen. Aber gut, habe ich ja freiwillig so geplant, dass ich so gut wie keine Straße fahre und nur querfeldein. Dann ist man halt etwas länger unterwegs. Da bin ich aber froh, dass sich das hier mit dem Wind so ein bisschen beruhigt hat. Kommt zwar jetzt immer noch so ein paar Böen, aber das da vorhin, da auf der Anhöhe, das war schon, ja, war schon nicht ohne. Ja, so ganz bisschen zeigen sich doch die Alpen da hinten. So versteckt in den Wolken. Aber man kann die Konturen erkennen. Teilstück lässt sich jetzt aber mal richtig angenehm fahren. Das ist ja mal richtig schick.
Jetzt habe ich gerade beim Berghochstrampeln gemerkt, was fühlt sich die Pedale so komisch an? Da löst die sich, der Krüppel. Ich hatte das vorher schon, seit ich diesen Motor dran habe. Und da dachte ich immer, es liegt vielleicht an der Pedale. Aber jetzt habe ich mal andere dran gemacht und sogar Loctite dran gemacht. Trotzdem lösen die sich. Was soll denn der Scheiß? Muss ich mal gucken, dass ich mal mein Werkzeug mal auskrame. Ja, lustige Nummer. Ganzen Werkzeugkoffer dabei, aber keinen 15er Maulschlüssel. Ich weiß nicht warum, er gehört da eigentlich rein. Tja, aber ist so. Und ein wahrer Tourenfahrer sollte eigentlich sein Werkzeug kontrollieren, bevor er losfährt, nicht wahr? Ja, muss ich mal schauen, was ich daraus jetzt mache. Weil jetzt ständig das Pedal nachdrehen ist auch Mist. Und vor allen Dingen, wenn man es mal nicht rechtzeitig macht und es löst sich so ein bisschen, ja, und man gibt da volle Kraft drauf, ist ja auch nicht so schön. Ah, so ein Mist. So, jetzt habe ich hier gerade ein ganz nettes Pärchen getroffen. Ja. Bist du? M188 verlassen. Bist du jetzt mal still? So, jetzt hatte ich hier gerade ein ganz nettes. Sag mal! Jetzt hatte ich hier gerade ein ganz nettes Pärchen getroffen. Die wollten auch gerade. Jetzt hatte ich hier gerade im Ort ein ganz nettes Pärchen getroffen. Die wollten auch gerade mit dem Fahrrad los. Und da dachte ich mir, ich frage doch mal, ob die nicht mal einen 15er Schlüssel für mich haben. Ja, und hatten sie. So konnte ich jetzt geradeaus auf Schaffhauser Straße. Du? 188. Uschi, sei mal still. Und ja, so konnte ich jetzt die Pedale einmal nachziehen. Aber es ist mir halt immer noch ein Rätsel, warum die sich immer wieder lösen. Also, keine Ahnung, werde ich wohl die Kurbeln mal tauschen. Weil so macht das keinen Spaß. Bei nächster Möglichkeit rechts. So, der Wind hat mich wieder ein bisschen eingeholt. Hier fahre ich jetzt Richtung der Ortschaft Schlatt. Ich weiß nicht, müsste die, glaube ich, sein. Ja, hier lässt sich es im Moment ganz gut fahren. Alles schön Asphalt. Und ja, hier mache ich aber kurz mal eine Pause und guck mal nach meinem Akku. Denn wir haben ja jetzt schön Sonne. Ja, und das sieht doch gut aus. Jetzt lädt er in der Sonne mit knapp 100 Watt. 80 Wattstunden hat er schon reingeladen während der Fahrt. Ja, dann habe ich den ja bald wieder einsatzbereit. Ja, und so habe ich mir das vorgestellt. Gar nicht erst leergurken, die Dinger, sondern ja, wenn die Sonne scheint, was weiß ich, halb leer fahren und dann gleich wieder wechseln, dass der wieder nachlädt, dass man erst gar nicht in so einen Leerlauf kommt, falls die Sonne dann doch mal verschwindet. Das funktioniert doch schon mal ganz gut. Dann werde ich es mir jetzt erstmal ein bisschen gemütlich machen. So, ach, auch schön. Dann kann der Akku noch den Rest aufladen. Mal gucken, vielleicht tausche ich dann direkt den anderen wieder. Ist doch schön, wenn man sie immer fast voll hat. Tja, ich würde hier ganz gerne auch mal die Drohne steigen lassen, weil normalerweise ab einer gewissen Höhe sollte man den Bodensee schon sehen. Aber bei dem Wind im Moment, also... hat mich wieder richtig eingeholt. Zwischendurch war es mal okay. Ich glaube nicht, dass das schön ist hier mit der DJI Mini. Ich meine, die ist zwar echt sehr stabil, aber man muss ja auch nicht übertreiben. Ach, und was entdecke ich denn da? Habe ich ja gar nicht gesehen. Guck mal an. Oh, die sind auch schon ganz gut gewachsen.
Nee, aber ich greife lieber in meine eigene Futtertasche und krall mir mal eine Tomate. Ach nee, die ist ja auf der anderen Seite. Hier ist doch mein Kühlschrank. So. Hat mein Frauchen für mich gepackt. Da ist bestimmt genug drin. Ja, sage ich doch. Wenn sie was einpackt, da kann ich dann eine Woche mit wegbleiben. Da reicht das für. Aber so eine Tomate, da habe ich jetzt Bock drauf. Oh ja, die sind noch schön kühl. Geil. So, zurück in meinen Chefsessel und eine schöne Tomate gekillt. Mal gucken, heute Abend. Ja, ich glaube, mache ich mir heute Abend noch. Werde ich mir ein paar Nudeln machen mit Pesto. Ja, Nudeln habe ich mir schon vorbereitet. Und dann braucht man da gar keinen Zirkus von machen. Pesto ein bisschen erwärmen, Nudeln rein. Und fertig ist das Reiseessen. Oh, die schmeckt aber mal was gut. Ist ja immer selten, gute Tomaten zu finden. Selten gute Tomaten zu finden? Oder schwierig, gute Tomaten zu finden? Naja, ist ja egal. Ihr wisst, was ich meine. So, also genug pausiert, auch wenn man da echt toll sitzt. Solar ist in der Sonne, ich bin im Schatten, besser geht's ja eigentlich gar nicht. Und sogar Brennholz hätten wir hier. Aber nee, nee, wir wollen ja noch weiter. Aber da hinten, so Richtung Bodensee, da türmen sich aber ganz schön Wolken. Ja, mal gucken, was das noch gibt. So, jetzt haben wir 7 Kilometer noch bis Singen. Ja, Riedheim, Burg. Ja, wäre ja ganz interessant, vielleicht auch sich eine Burg mal anzugucken. Aber eine Burg liegt meistens immer weit oben und das spare ich mir heute. So, wir kommen weiter auf Singen zu. Vor uns oben auf dem Berg liegt die Burg Hohenwiel. Ja, und das heißt für mich, dass gleich erstmal kurzzeitig Schluss ist mit so schönen, entspannten Wegen. Da muss ich irgendwie durch Singen durch. Ich guck mal zu, dass ich irgendwie am Rand da lang komme, weil so mit dem Fahrradwohnwagen da dran, ja, will man nicht unbedingt so auf den Straßen. Vor allen Dingen heute ist relativ viel los. Na, mal schauen. So, Höhe beachten. Sieht gut aus. So, Katzenthaler Hof, 2 Kilometer. Ja, hier haben wir die Autobahn, die A81, die von Stuttgart runterkommt und die führt hier bis nach Singen runter. Da endet die. Ja, und wie man sehen kann, ist da auch schon Schaffhausen in der Schweiz ausgeschildert. 16 Kilometer. Und wie man wahrscheinlich hören kann, ist hier auch noch immer richtig Wind. Also das Ganze hier ist nur als Radweg ausgeschildert gewesen gerade. Ist der Radfernweg. Jetzt guckt euch das an. So, so kann es funktionieren. So macht das Fahrradfahren auch Spaß. Es sei denn, man hat Mountainbike. Dann braucht man das andere. Nein, aber so ist doch schönes Radeln. Mal gucken, für wie viel 100 Meter das jetzt hier ist. Ich denke, es ist gleich schon wieder Ende. Nee, geht tatsächlich so schön weiter. Fantastisch. So macht das Spaß. 600 Meter.
So, da oben haben wir wieder die Burg Hohenwiel. Ja, jetzt kommt Singen. Jetzt bin ich mal gespannt, wo mich das Navi lang führt. Sieht ganz so aus, als geht das so ein bisschen drumrum. Ganz so ohne Stadt geht es wohl nicht. Na, mal schauen. Na, das sind doch wenigstens mal normale Engstellen. Damit kann man doch leben und so reicht das ja auch. Muss man ja nicht immer so wie manch andere, wo du überhaupt nicht durchkommst mit so einem Anhänger. So, hier haben wir die Bahnstrecke. Tong, tong, hört sich an, als wenn dann 40 Tonner drüber fährt. Hier hat man aber einen schönen Blick auf die Burg. Die GoPro wahrscheinlich nicht so. Aber sieht echt schön aus. Was haben wir hier denn? Ein Tierheim. Oder? Sieht so aus. Oh, ein kleiner Fifi. Und ein großer Fifi. Oh, schimpft doch nicht so. Der Fahrradwohnwagen tut nichts. Oh nein, ich komme der Stadt immer näher. Ich will doch nicht. Ich möchte doch außerhalb bleiben. Aber breite Fahrradwege haben die hier. Wahnsinn. Könntest du ja mit dem Auto drauf fahren. Bloß schnell wieder weg hier. Die Leute freuen sich immerhin. So, jetzt rechts. Das ist schon mal gut, dass wir von dieser großen Straße runterkommen. An dieser Kreuzung geradeaus auf Laublinger Straße, K6107. So, damit habe ich Singen schon wieder hinter mir. Sehr schön. So. 50 Meter links abbiegen auf Sonne. Links abbiegen. Scheiße, hätte ich hier schon machen sollen. Links abbiegen, machen wir doch. Auch wenn wir von vorne jetzt nicht viel sehen. Ah, hier Fahrradweg. Also ich muss sagen, hier durch Singen, das war richtig gut zu fahren. Also Hut ab, alles toll für die Fahrräder gemacht. Eine Fahrradstraße hatte ich eben. Und die Wege schön breit, also super. Und auch hier kann man sehen, ne? Alles ordentlich asphaltiert, obwohl es in den Wald reingeht. Ja, da können sich manche mal so eine Scheibe von abschneiden. Sich mal was abgucken, manche Gemeinden. So, hier habe ich jetzt wenigstens mal ein Fleckchen gefunden, wo man mal ans Wasser kommt. Dann können wir hier doch mal den Blick etwas über den Bodensee schweifen lassen. Wobei man hier eigentlich auch schön stehen könnte. So, ich habe meinen Stellplatz gefunden. Bisschen vom See weg. Hier auf den Felder. Und hier werde ich es mir bei den Bäumchen gemütlich machen. Also muss ich ein bisschen improvisieren. Ja, machen wir das Essen auf dem Boden. Na, dann machen wir doch mal den Deckel auf hier. Oh, frisch.